Star of Coruscant. Naja, ich will nur durch, ich könnte mal. Ja, na klar, bauen sie mich ab. Natürlich. Lauf einfach mal durch, lass mich überraschen, wenn ich dann am Ziel bin. Wie viel ich denn noch eigentlich bekämpfen muss. Natürlich pulle ich jetzt alles. Auch Ads, die 30 Kilometer von mir entfernt sind, gefühlt, werden auch gepult, so wie es sein muss. Komm, verschwindet. Des Imperators? Nö. Einfach nein. Einfach nein. Ich hatte gehofft, dass ihr kommt. Unser vorheriges Treffen endete leider nicht zu meiner Zufriedenheit. Ergebt euch und man wird euch gut behandeln. Widersetzt euch und, nun, ihr kennt den Rest. Meine Jedi-Kollegin holt sich gerade die technischen Daten, deretwegen ihr hier seid. Selbst wenn ich sterbe, verliert ihr. Hört schon auf. Ihr bringt ihn ja noch zum Weinen. Eure Freundin wird dieses Schlachtschiff niemals lebend verlassen. Ich habe euch eine faire Chance gegeben und ihr habt abgelehnt. Männer, tötet diesen Jedi.
Geschafft! Ich habe die technischen Daten der Festung des Imperators gesichert. Sie enthalten Pläne des kompletten Verteidigungsnetzes. Zusammen mit dem Prototyp der Tarnvorrichtung, den ihr auf Balmora geborgen habt, haben wir nun alles, was wir brauchen, um den Imperator zu fassen. Yay! Das ist ein großer Tag für den Orden der Jedi. Gute Arbeit, Lia. Trifft mich im Hauptstützpunkt der Republik. Lia Nares, Ende. So, hat man das schon mal erledigt? Sehr schön, es ging ja doch schneller als gedacht. Jetzt einfach nochmal hier raus und dann die andere Mission noch machen. Keine Sorge. Einfach nur raus. Einfach nur raus. Wie es sein muss. So, wo muss ich denn jetzt lang? Ist da lang? Och komm, Spiel, entscheide dich endlich, ob du noch im Kampf sein willst oder nicht. Ist ja nervig. Kanone Einrichtung. Thank you.
haben ja ganz schön reingehauen, ne? Wenn nur noch zwei fehlen, hole ich mir die jetzt noch. Auf die zwei kommt es jetzt auch nicht mehr an. Wartet, Jedi. Steckt das Lichtschwert weg und lasst uns reden. Bisher hat noch keiner hier mit mir reden wollen. Meine Crew ist manchmal ein bisschen übermotiviert. Ich werde darüber ein Wörtchen mit ihnen reden, versprochen. Also mit den Überlebenden. Ich kann euch das geben, was ihr sucht, ohne dass dieses unangenehme Morden weitergehen muss. Ihr wollt die Superwaffe der Republik? Seht euch um. Der Hangar ist voll mit Kopien davon. Eine für jedes Schiff in eurer Flotte. Wie kann das sein? Die Republik hat kein Monopol auf geschickte Ingenieure. Ich schlage euch einen Handel vor. Ihr kommt mit den Waffen davon, wir mit dem Leben. Das ist doch fair, oder? Kommen wir zu den Details. Wie können wir sicher sein, dass ihr alle Waffen aushändigt? Wir können dafür sorgen... Verstärkung ist eingetroffen! Ich verstehe. Ihr habt mich hingehalten, bis eure Leute zum Angriff bereit sind. Wir können immer noch verhandeln. Niemand muss verletzt werden. Spart euch die Lügen. Ich bin kein Narr. Glaubt nur nicht, dass wir kampflos erliegen werden. Ja, dann stirbst du halt, ne? Also, ganz ehrlich. So schnell stirbt niemand. Das hätte auch besser laufen können. Mein Ernst? Alles war unter Kontrolle, bis ihr hier reingeplatzt seid. Ja, für die Aktion darf ich vermutlich erstmal einen Monat lang Thorntown-Stelle ausmisten. Ich melde mich besser und erstatte Bericht. Arim, seid ihr das? Schwerer Beschuss. Sehr viele Störungen. Wie Status? Sir, wir haben die Nullkanone, aber es gab Komplikationen. Was war da? Signal ist schwach. Sichern für sofortigen... Verdammt! Ich habe das Signal verloren. Was machen wir jetzt? Wir wurden geschickt, um die Nullkanone zu holen, und jetzt bringen wir sie hier raus. Wir wurden wegen einer Nullkanone hergeschickt. Singular. Nicht wegen Dutzenden. Unsere Truppen können diesen Hangar gerade lange genug halten, um den Prototypen hier rauszuschaffen. Die übrigen Kopien, die anderen Piraten werden bald hier sein. Wenn sie erst eine Waffe haben, die Großkampfschiffe ausschalten kann, wie viele Unschuldige werden dann sterben? Ich will mir Piraten mit Nullkanonen erst gar nicht vorstellen. Ich auch nicht. Die einzige Möglichkeit, die Kopien nicht in die Hände der Piraten fallen zu lassen, ist,
den Prototypen zu überladen und alles im Hangar auf einmal zu zerstören. Der Prototyp würde dabei kaputt gehen. Aber ich verbringe lieber Monate mit der Reparatur, als damit leben zu müssen, dass auch nur eine dieser Kopien hier zurückbleibt. Ihr habt recht. Wir können nicht zulassen, dass auch nur eine der Kopien in die falschen Hände gerät. Tretet zurück. Das sollte reichen. Ich gehe vor und mache den Transporter bereit. Ich sehe euch dann im Lager. Jo, ich denke, wir können... Ja, können wir. Dem Abtumiran sind wir auch durch mit Hoff. Die Sache mit dem Prototypen ist eine Schande. Die verdammten Piraten haben ihn wohl kaputt gemacht. ja. Diese Piraten ruinieren aber auch einfach alles, was? Ich werde euch nicht anlügen. Das ist ein Rückschlag. Aber selbst defekt ist die Nullkanone immer noch unsere beste Chance, das Imperium zu besiegen. Ihr habt das Imperium heute da getroffen, wo es wehtut. Ich habe bereits das republikanische Kommando informiert. Sie wissen, was ihr hier für uns getan habt. Und ich sorge dafür, dass der Senat es auch erfährt. Möge die Macht mit uns allen sein. Es war mir wirklich eine Freude, Jedi. Wir werden die Nullkanone schon bald einsatzbereit haben. Ihr müsst dann unbedingt zurückkommen und sie im Einsatz sehen. Es wird Monate dauern, Sir. Vielleicht ein Jahr. Ingenieure, immer gehen Sie vom schlechtesten Fall aus. Merkt euch meine Worte. Die Nullkanone wird schon bald Imperiale vom Himmel holen. Ihr habt hier wirklich gute Arbeit geleistet. Wenn ich ein Dutzend Leute wie euch hätte, wäre der Krieg schon gewonnen. Das wage ich nicht zu bezweifeln. Da, wieder taub. Dass dem so wäre. So, dann wollen wir nochmal schnell mit der Liha Naris reden und dann, Alter, bin ich sowas von raus heute. War auch lang genug, ne? 6 Stunden 14 Minuten gerade. Mechanisierte Reisen sind nur für offizielle Geschäftsangelegenheiten vorgesehen. Ich wollte eigentlich vor 2 Stunden schon aufhören, ne? Aber naja. Wie es halt so ist. Wie es halt immer so ist. Genießen wir nochmal so die letzten paar Minuten hier auf Hoff. In dieser abwechslungsreichen Landschaft. Nur nicht der letzte Posten. Meine Güte. Ist ja ein weiter Weg. Thank you.
Hallim. Hallim. So. So schnell. Wir sind da. Jetzt reden wir nochmal mit der Liha. Oh, der Lehrer hat was für mich. Lichtgrad. Der Gebrauch des Lichtschwerts. Das ist Kunst und Wissenschaft zugleich. Hüterschwert. Jederzeit zusammen. Schwertreflexion. Schwertreflexion klingt gut. Ein Hütersprung, ja, ist auch ganz nett. Aber nicht nur, nicht so notwendig. Und gar nicht für ein DD. Es ist ein Wunder, dass alle eure Leute den Kampf gegen solch einen Feind überlebt haben. Wie konntet ihr die Gendai besiegen? Überlegene Taktik und ein Dutzend Thermaldetonatoren. Wenn diese Gendai noch leben, garantiere ich, dass sie sich das Gegenteil wünschen. Habt ihr euch nicht davon überzeugt, dass die Gendai erledigt sind, bevor ihr gegangen seid? Was, wenn sie zurückkommen? Dann benutze ich eben 2 Dutzend Thermaldetonatoren. Ihr habt ausgezeichnete Dienste geleistet, Sergeant. Zusammen mit euren Leuten habt ihr der Republik einen großen Sieg beschert. Die Helden von Hoth, endlich treffe ich euch persönlich. General Grain, es ist eine Weile her. Es ist schwer zu glauben, dass wir beide im selben Trupp angefangen haben. Immer noch ein Bodenflüger? Hm? Könnt es mir nicht anders vorstellen. Es ist ehrliche Arbeit, Sir. Ich wusste gar nicht, dass ihr und der General Kameraden seid. Wir haben ein paar kurze Abenteuer erlebt, damals im Krieg. Man erkennt wirklich nicht, dass das linke Bein nicht echt ist, Sir. Die Meditechniker haben großartige Arbeit geleistet. Das 88. Panzerbataillon ist auf dem Weg hierher. Die 301. Infanterie wird wieder nach Coruscant verlegt. Ich kann einen Soldaten wie Rask nicht beim Landurlaub verschwenden, also weise ich ihn euch zu. Für wie lange, Sir? Bis das Sith-Imperium besiegt wurde. Ich bin nicht ganz sicher, wie wir ihn einsetzen können, aber wir nehmen ihn natürlich gerne auf. Wenn euch nichts anderes einfällt, kann er ja euer Schiff bewachen. Die Versetzung tritt hiermit in Kraft. Viel Glück. Meine Fähre ist klein. Es gibt kaum genug Platz für mich und die Medis. Vielleicht sollte Sergeant Rask mit euch reisen. Es wäre mir eine Ehre. Ich freue mich darauf, von einem so mächtigen Krieger zu lernen. Ausgezeichnet. Ich werde diese technischen Daten zu Meister Braga bringen. Ihr solltet euch auch bei ihm melden. Möge die Macht mit euch sein, meine Freunde. Okay, ich sprich mit Sergeant Rask. Keine Sorge. Ich bereite meine Ausrüstung vor und treffe euch dann auf eurem Schiff. Schnappt euch eine Koje und fühlt euch wie zu Hause. Zu Befehl, Jedi. Gefährten würde ich jetzt nicht wechseln. So, Rodotürmel. Haben wir es also geschafft. Meine Güte. Thank you.
Meister Braga, Lianaris ist mit den technischen Daten auf dem Weg zur Festung des Imperators. Ich wusste, dass ihr zwei gemeinsam unaufhaltsam sein würdet. Ich freue mich darauf, wieder mit ihr zu arbeiten. Eure Erfolge auf Hoth und Balmora waren außergewöhnlich. Unser Plan, den Imperator gefangen zu nehmen, nimmt bereits Gestalt an. Kommt zurück nach Typhon. Wir werden hier alles weitere besprechen. Meister Braga, Ende. Way. Ja, aber nach Typhon fliegt man heute nicht mehr. Ich für meinen Teil bin durch für heute, also nicht nur mit SB Tor, ich bin selbst auch ziemlich durch. Und ja, ich gucke jetzt mal, wen ich raiden kann. Da wird sich sicherlich jemand finden. Und ja, ich bin auf jeden Fall am Wochenende wieder online. Morgen werde ich wahrscheinlich meine Streampause machen. Aber am Samstag oder Sonntag bin ich wieder da, wahrscheinlich mit der Katrin. Und ja, in diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich gucke jetzt nochmal, ob ich euch irgendwo hin raiden kann. Und in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal.